Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie aus Shanghai zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, weltoffen und selbstverständlich auf Völkerverständigung kodiert. Das Verstehen, die meist unterschätzte Tugend unserer Gegenwart, auch und gerade an diesem Montag, dem 2. September 2024. Ich hoffe, Sie sind gut durchs Wochenende gekommen, haben die Wahlen in Deutschland überstanden und auch in der Schweiz, wo wir uns ja über die Neutralität unterhalten, gibt es auch einigen politischen Strom. Ich habe meinen Lebensmittelpunkt derweil ans andere Ende der Welt verlagert und nehme die Gelegenheit war, hier an einem internationalen Symposium teilzunehmen als journalistischer Beobachter, eine internationale Reisegruppe von Parlamentariern. Ich bin, glaube ich, aus der Schweiz der Einzige. Es hat noch ein paar Europäer hier, sonst eine wirklich sehr polyglotte, globalisierte Mannschaft, Parlamentarier aus Australien, Amerika, aus Südamerika, Mittelamerika, Mexiko, Belize, St. Lucia. Ich habe das bereits in einer anderen Sendung erwähnt. Sehr, sehr interessant. Auch aus Österreich, Italien. Also eine sehr international und vielfältig durchmischte Gruppe von Podiumsteilnehmern. Und gestern hatten wir ja die Gelegenheit, uns da die eine oder andere Fabrik anzuschauen. Ich habe darüber schon berichtet. Aber jetzt möchte ich Ihnen einfach Eindrücke aus dem Herzen von Shanghai vermitteln. Und die Gebäude, die Sie da sehen, vor allem dieses sehr zukunftsausgerichtete, turmartige Gebilde, das sei der Fernsehturm von Shanghai, habe ich mir sagen lassen, mit einer Kugelkonstruktion, die mich als altem Leser an die Raumschiffsformen bei Perry Rhodan erinnert, allerdings ohne die roten Einfärbungen. Diese Gebäude und die Stadt insgesamt, sie sind gewissermaßen das Sinnbild für den wirtschaftlichen Aufstieg Chinas in den letzten 40 Jahren. Das ist ja für mich eine der ganz großen Leistungen, die viel zu wenig gewürdigt worden ist, wie es den Chinesen gelungen ist, seit dem Tod von Mao und den Öffnungstendenzen von Deng Xiaoping, dem Nachfolger, wie es den Chinesen gelungen ist, ja rund 800 Millionen Menschen aus absoluter, finsterster Armut in einen relativen Wohlstand zu führen. Das ist für mich eine der ganz großen Leistungen, auch in Sachen Menschenrechte, denn zu den Menschenrechten gehört eben auch ein menschenwürdiges Leben in einigermaßen erträglichen materiellen Umständen. Und wenn wir das zum Maßstab nehmen, dann haben die Chinesen hier einen Menschenrechtspreis verdient aufgrund dieser wirtschaftlichen Entwicklung und vor allem sehr, sehr viel Respekt. Interessant ist, ich komme aus der Schweiz. Die Schweiz und China unterscheidet sehr viel. Wir haben ein ganz anderes politisches System, vielleicht das Gegenteil des politischen Systems, das China hat. Aber es gibt eben doch Gemeinsamkeiten. Und eine Gemeinsamkeit sehe ich darin, dass auch die Schweiz aufgrund ihrer naturgegebenen Kleinheit und Armut, sozusagen vergleichbar mit dem Zustand Chinas am Ende der 70er Jahre, dass die Schweiz eben auch gezwungen war, wirtschaftlich enorm auf Internationalität zu setzen. Man konnte sich eben nicht damit begnügen, bei sich selber stehen zu bleiben, sondern auch wir Schweizer, wir waren gezwungen, in die Welt hinauszugehen, die Wertschöpfung, die Marktwirtschaft, den globalen Handel mitzumachen. Und so ist es gelungen, dass eben die Schweiz heute wieder erwarten, muss man sagen, und alles andere als selbstverständlich zu den reichsten Ländern der Welt gehört. China hat natürlich eine ganz andere
Geschichte, eine viel ältere Zivilisation. Wir haben noch in den Höhlen und auf den Bäumen gehaust, als die Chinesen hier schon eine der fortgeschrittensten Zivilisationen der damaligen Weltgeschichte hatten. Aber China ist dann im 19. Jahrhundert und vor allem im 20. Jahrhundert in ganz große Probleme hineingelaufen. Sozusagen die Hölle musste da durchgemacht werden. Koloniale Einmischung, Kriege. Die Japaner haben hier aufs Fürchterlichste gewütet. Die westlichen Kolonialmächte haben sich eingemischt. Opiumkriege geführt, versucht, die chinesische Bevölkerung in die Drogenabhängigkeit zu treiben. Also Fremdherrschaft und Terror durch auswärtige Mächte, das haben die Chinesen erlebt. Dann kam es zum Zusammenbruch ihrer Dynastie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ein republikanisches Modell erstand, allerdings nur von sehr kurzer Dauer. Es gab einen Bürgerkrieg, Mao Zedong gegen Chiang Kai-shek. Die Nationalisten mussten sich dann zurückziehen auf Taiwan mit den entsprechenden Nachbeben bis heute. Und Mao Zedong ist dann der große politische Führer geworden, der dieses China gewissermaßen mit der Brechstange in die Moderne hineingehebelt hat, unter unvorstellbaren Opfern. Er hat ja versucht, die Gesellschaft auf ganz neue Grundlagen zu stellen, die Jahrhunderte alten Klientel- und Kasten- und Abhängigkeits- und Feudalverhältnisse gewissermaßen von heute auf morgen ungeschehen zu machen, sozusagen zu streichen, zu canceln und dafür das Land mit eiserner, mit brutalster Faust auf einem absolutistischen Kommunismus aufzubauen. Das ist eine Geschichte mit vielen, vielen dunklen Schattenseiten. Aber, und das sagen einem eben die Chinesen auch, und nicht nur die Chinesen, auch China-Sachverständige, ja, diesen Durchgang in der Geschichte mit viel dunklen, mit viel finsteren Perioden, der hat eben irgendwie auch dazu geführt, dass China heute da ist, wo es heute steht. Und es gibt viel Kritik an China und sicherlich auch berechtigte Kritik. Man kann jedes Land kritisieren, aber ich stehe vor China einfach mit größtem Respekt, wenn ich sehe, was hier möglich ist und wie es hier noch ausgesehen haben muss, 1980, 82, 84. Das ist gigantisch. Und anstatt, dass wir da immer meckern und uns da vom hohen Ross herab äußern, würde es vielleicht zur Abwechslung nicht einmal schaden, auch etwas Respekt und auch Bewunderung dieser Leistung zu zollen und vielleicht alles daran zu setzen, die Probleme, die China nach wie vor hat, einvernehmlich und partnerschaftlich zu lösen. Shanghai also mit dieser Skyline, das Modell und Symbol für das Wirtschaftswunder Chinas, das für uns ja auch ein bisschen rätselhaft ist, weil das System ja kommunistisch und stark auch top-down orientiert ist. Gleichzeitig haben sie diese Dynamik, wie das zusammengeht, schwer zu verstehen. In den letzten Jahren, auch vielleicht bedingt durch dieses sehr strenge Covid-Regime, ist der Wirtschaftsmotor Chinas etwas in Stocken geraten und viele Experten machen sich da Sorgen, ob eine Phase des geringeren Wachstums sich jetzt einstellt. Vergessen wir nicht, gerade die europäische Wirtschaft, die schweizerische Wirtschaft, die deutsche Wirtschaft, auch die französische Wirtschaft mit ihren Luxusgütern, die haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr stark von der chinesischen Nachfrage gelebt. Hoffen wir, dass es China gelingen wird, vielleicht auch mit unserer Hilfe, mit unserer Zusammenarbeit, diese Leistung fortzusetzen zum gegenseitigen Nutzen. Ich bin sehr gespannt, was ich hier noch alles erleben werde. Sie sehen, im Hintergrund gehen da schon etwas die Lichter an. Eine abendliche Stimmung senkt sich da bei doch immer noch relativ warmen tropischen Temperaturen. Das, was Sie hier sehen, ist natürlich nicht das allgemeine Bild von China. Das Land ist riesengroß. Es hat eine Unzahl von Bewohnern. Das können wir uns als Schweizer gar nicht vorstellen. Das, was wir hier sehen in Shanghai, das ist sozusagen die Spitze der Entwicklung. Aber es ist eben auch ein Schlaglicht und es ist auch ein Zeugnis dessen, was hier in diesem Land möglich ist. In Shanghai übrigens haben auch verschiedene schweizerische Konzerne erfolgreich ihre Präsenz markiert. Ich habe gesehen, in unserem Hotel sind Schindler-Lifte und Schindler-Rolltreppen. Schindler, die Innerschweizer Firma im Familienbesitz, Niki Schindler da nach wie vor der Verwaltungsratspräsident.
Diese Firma hat in China natürlich ganz große Fortschritte, ganz große Schritte gemacht und nicht weit von hier, glaube ich, allerdings auf der anderen Seite des Flusses, der Fluss ist nicht weit, der die Stadt da trennt, vielleicht ein paar hundert Meter auf der anderen Seite des Bildschirms gewissermaßen, dort steht das Gebäude der Uhrenmarke Swatch bzw. des Schweizer Uhrenkonzerns der Swatch Group, auch die Swatch Group hier ja in China unterwegs. Und wenn man als Schweizer nach China kommt, glaube ich, ist ein Thema entscheidend, Neutralität. Wir sind doch nicht die Moralweltmeister und wir haben uns auch da nicht immer hineinzumischen in die inneren Angelegenheiten anderer Länder. So sehe ich das. Jeder Schweizer kann seine Meinung haben, jeder Schweizer soll die auch ausdrücken. Aber als Staat sollten wir meines Erachtens zwingend am Grundsatz der Neutralität festhalten und eben sachliche, freundschaftliche Beziehungen zu möglichst allen Ländern, sofern sie uns nicht angreifen, direkt angreifen, unterhalten. Die Schweiz, ich habe das bereits gesagt, hat sehr früh diplomatische Beziehungen mit China aufgenommen, und zwar im Jahr 1950, nicht wie ich zuerst gesagt habe, 1949, das ist das Gründungsjahr der Volksrepublik, 1950 sind die diplomatischen Beziehungen mit Bern aufgegleist worden, Bern hat mitgemacht und bereits im September 50 gab es eine chinesische Botschaft. In den 50er Jahren übrigens ein Meilenstein der schweizerischen Diplomatie. Es gab eine Korea-Konferenz in Bern, damals Chu Enlai, sozusagen unter Mao Staatsoberhaupt und wichtigster politischer Führer im Großreich der Mitte. Er war in Bern damals, das ist immer noch zu besichtigen, in der alten chinesischen Botschaft, die dieses große Ereignis als ja, Meilenstein auch würdigt und eine entsprechende Ausstellung gemacht hat. Die Schweiz 2013 auch Pionierland eines Freihandelsabkommens mit China. Die Außenpolitische Kommission des Nationalrats hat ja kürzlich soeben wieder den Willen bekundet, das zu erweitern und das zu vertiefen. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, für Asien, für alle Länder auf der Welt ist die Schweiz ein interessantes Land, ein Hub, ein sozusagen Luftlandeplatz in Europa, unabhängig, neutral, Rechtssicherheit, Eigentumsgarantie, da müssen wir mehr Wert drauf legen in Zukunft, Einstiegstor in die Europäische Union, von der wir uns zutiefst europäisch gesinnt, allerdings institutionell fernhalten. Das ist nicht gegen Europa gerichtet, das ist ein Bekenntnis zur schweizerischen Unabhängigkeit. Also ich glaube, hier in Shanghai haben auch wir Schweizer einige Stärken zu markieren. Mal sehen, ob ich das in einigen Diskussionen und Gesprächen da mit meinen Kollegen einbringen kann. Mit diesen Eindrücken, mit diesem letzten Kolossalpanorama hier aus der Zukunftsstadt, aus der Boomstadt Shanghai, verabschiede ich mich. Ich freue mich, dass Sie dabei gewesen sind, wünsche Ihnen eine schöne Zeit und melde mich auf jeden Fall zurück.